wie wir sie von fortan nennen werden. Hier ist irgendwo ein Skelett. Skelett. Mann. Skeleton und Skelett gleichzeitig ist Skelett. Ich habe Angst, dass mich hier jetzt irgendwie aus dem Rücken irgendwas anschießen würde. So, da eine Fackel. Je näher dieses Fahrrad mir kommt, desto ängstlicher werde ich irgendwie. Ich mache mir den Weg mal ein bisschen breiter. So, aber da ist ja schon Boden. Das heißt, man kann sich gut darunter arbeiten. Nix da, Mr. Skelett. Nein. So. Machen wir da so ein bisschen Ausleuchte. Damit wir hier entspannt hinkommen. Leuchten wir uns hier das noch ein bisschen weiter aus. Ja, ich mache mir hier gerade so ein bisschen diesen Aufgang schön. Wollen den ja auch wiedererkennen. So. Na, dann gucken wir mal, was diese Schlucht für uns bereithält. Erstmal noch mehr Verbesserungswürdigkeiten für diese Treppe hier, die wir uns gebaut haben. So. Na komm. Und ja, warum auch immer kommentiere ich irgendwie immer in der Wir-Form. Fragt mich bitte nicht, wie ich darauf gekommen bin, dazu gekommen bin, was auch immer. Ich mach's einfach schon seit Anfang an. Wahrscheinlich irgendwie damit, wenn mir irgendwas passiert, dass ich das auf uns alle schieben kann oder so? Ja, nee, ich weiß ja, wenn ich was versauere, dann tue ich's selbst. So. Und ja, ich weiß, ich habe da jetzt gerade potenziell eine Höhle zugemacht. Da gucken wir nachher vielleicht mal vorbei. Gucken wir einfach mal hier. Smaragd! Skelett! Und ich höre halt die ganze Zeit so eine verkackte Spinne. Gucken wir mal, was haben wir hier oben? Ah! Nee! Nein! Penner! Aua! Penner! Oh! Stimmt, das muss man mit einer Eisenspitzhacke abbauen. Sonst geht das einfach kaputt. Scheiße! Das war ein Smaragd für den Arsch. Na, nicht mal für den. Der Smaragd ist verloren.
Er ist verloren. So, wenn es so ganz schwarz ist, da sehe ich ja dann auch meistens nichts. Und hier haben wir direkt den nächsten Spawner. So, so, so. So und so. Wow. Eimer, sehr gut, sehr gut. Da können wir uns direkt einen Wassereimer rausmachen. Sehr, sehr schön. Ich glaube, HBK ist back in the game. Eisen, oh yeah. So. Und wir sind einmal rumgelaufen, das macht aber gar nichts. Das Blöde ist halt nur, dass ich jetzt den Smaragd zerschmettert habe. So. Ich glaube, mit dem enchanteten Buch kann man sich irgendwie ein Rüstungsteil oder sonst irgendwas enchanten. Kann das sein? Ich habe die Teile noch nie benutzt oder irgendwie überhaupt mal besessen. Das ist das erste Mal, dass ich eins habe. Also, falls sich damit jemand auskennt, der kann es mir doch mal bitte unten in die Kommentare schreiben. Das wäre sehr nett von euch. Und wenn ich euch um sowas bitte, habt ihr das ja bisher auch jedes Mal getan. Das finde ich voll cool von euch. Ihr seid echt tolle Zuschauer. Jeder einzelne von euch. Und das sage ich nicht nur so. Das meine ich auch wirklich ernst. Weiter. Da haben wir wieder Eisen gehabt, ich weiß. Und nächster, du hast da Eisen übersehen. Das ist ein anderer Let's Player. Dann machen wir hier an die Wand, damit wir es halt auch wirklich richtig haben. Da ist Gold und da ist ein scheiß Skeleton. Da sind zwei Skeletten, den ich eigentlich nichts weiter zu tun haben will. Hau ab! Und wir sehen einfach nur noch, wie es immer kleiner wird. Und immer kleiner und immer kleiner. So, das Skelett haben wir uns jetzt angetriggert. Das müssen wir jetzt erstmal besiegen. So, wir haben ein halbes Hüngerchen, das heißt, da können wir jetzt erstmal essen. Na komm hoch. Oder schaffst du es nicht hier hoch? Habe ich gerade einen Pfeil abgewehrt? Oh ja, sie kämpfen untereinander, sehr schön. Lenkt den Fokus von mir ab. Ach, der hat den gerade gekillt, okay. So. Da haben wir hier viel Eisen. Da hatten wir auch ein bisschen Gold im Boden. Dann gucken wir einfach mal hier in der Wand, was hier so kommt, wenn wir uns da durchgraben. Aber da kommt nichts. Kommt da in die Richtung was? Kohle kommt dort. Wie viel Kohle haben wir denn mittlerweile? 35. Na, das ist okay. Alter, wenn jetzt kackend dreist ein Creeper von links angewatschelt kommen würde. Alter, das wäre ja mal mega mies. Irgendwie sowas hatte ich gerade im Gefühl, dass sowas passieren würde. Gold. Golderz. Konnten wir das Gold noch mitnehmen? Jo. Ja. Ärgerlich, ärgerlich das mit den Smaragden gerade eben. Aber die sind viel, viel häufiger geworden, glaube ich sogar noch. Wie gesagt, an irgendeiner Stelle müssen sie das ja geworden sein, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht ganz so viele davon gefunden.
Ah! Wieder mit dir. Ich glaube, der hat mir gerade noch einen Bogen gedroppt. Nee, das sah gerade nur so aus. Oder habe ich zwei Bögen dabei? Ja, ich habe zwei Bögen dabei. Die kann ich miteinander kombinieren und ein bisschen reparieren. Sehr gut. Ich habe auch eine beschädigte Kettenhaube. Okay. Beschädigt, aber eine Kettenhaube. So, dann latschen wir mal hier längs. Ich weiß, im Grunde wollte ich ja eigentlich in den Dings, in die Spalte weiter rein. Das klang jetzt auch mit den falschen... Ah, Silberfisch. Scheiße. Oh. Die Viecher sind ja echt nervig.